Lumos Solem an alle Harry Potter Fans da draußen und herzlich willkommen zu einem weiteren Harry Potter Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe endlich meinen inneren Schweinehund überwunden und die sieben meiner Meinung nach besten Momente in dem Roman Harry Potter und der Feuerkelch zusammengestellt. Diejenigen von euch, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen auch, dass das hier mein absolutes Lieblingsbuch ist, weshalb ich natürlich besonders darauf gespannt bin, hierzu nochmal ein eigenes Video machen zu dürfen. Nochmal kurz an alle Neulinge unter euch, ich mache auf diesem Kanal regelmäßig Harry Potter Content, das heißt, wenn sich das für euch interessant anhört, dann lasst gerne ein Abo da, um weitere dieser Videos sehen zu können. So, jetzt allerdings genug der Schwafeleien und lassen wir uns von den magischsten Momenten dieses Meisterwerks verzaubern. Ich hatte bereits in meinem Video zur Kammer des Schreckens angesprochen, dass es im weiteren Verlauf der Romane schwierig wird, einzelne konkrete Momente wirklich herauszustellen, weil eben die Handlung auch komplexer wird und sich alles ja wirklich gut ineinander hineinfügt. Und auch wenn es im vierten Teil viele distinktive Abschnitte gibt, so sind diese doch immer wieder Teil eines etwas größeren Kontexts. Einzigartig und momentär ist allerdings die Quidditch-Weltmeisterschaft, beziehungsweise vielmehr das Finale zwischen Irland und Bulgarien. Ich hatte es in früheren Videos schon erwähnt, dass ich es häufig ziemlich ermüdend finde, über Quidditch zu lesen und das auch meiner Meinung nach aus einem sehr berechtigten Grund, weil, wie wir bisweilen alle wissen, ist Quidditch der größte Humbug, der jemals erfunden wurde. Allerdings geht es mir in diesem Abschnitt vielmehr um das Ganze drumherum. Ich bin jemand, der farbenfrohe internationale Sportevents liebt, allen voran die Fußball-WM. Und zu sehen, wie so ein Ereignis in der Zaubererwelt repliziert wird, finde ich einfach super spannend. Besonders lustig ist die Beschreibung der Zelte, welche von den Zauberern so modifiziert werden, dass sie Muggelhäusern ähneln sollen. Und dann gibt es Zelte, aus denen ein Kamin herausragt oder welche mit einem riesigen Vorgarten und einem kleinen Springbrunnen. Sehr cool finde ich aber auch die Stände, die Massen an Fanartikeln verkaufen. Unter anderem eine Miniaturfigur von Viktor Krumm und ein besonderes Fernglas, welches dem Zuschauer erlaubt, Szenen aufzunehmen, verlangsamt nochmal anzusehen und ihnen zusätzliche Informationen aus dem Spiel mitgibt. Und natürlich ist die Vorschau des Spiels fantastisch und wir sehen ein kulturelles Spektakel, als sich die irischen Maskottchen zu einem Leprechaun formatieren und lernen den Bann der verzauberten bulgarischen Vila kennen. Das Spiel an sich wird auch ganz interessant beschrieben mit einem Event, welches wir so im Quidditch noch nie gesehen haben, nämlich dass eine Mannschaft, die mehr als 150 Punkte zurückliegt, trotzdem noch den Schnatz fängt. Mir geht es hierbei allerdings vielmehr um das Ganze drumherum bei der Quidditch-WM. Kernpunkt des Romans ist natürlich das Trimagische Turnier, bei dem die Schulchampions drei lebensgefährliche Aufgaben erledigen müssen. Und alles geht erst richtig los mit Harrys Kampf gegen den ungarischen Hornschwanz. Naja, genauer genommen muss Harry versuchen, das goldene Ei zu stehlen, welches der Drache bewacht, was sich allerdings als schwer genug erweist. Harry muss sich eine List einfallen lassen und kommt auf die Idee, den Beschwörungszauber Accio zu verwenden, um seinen Besen herbeizuzaubern und somit an dem Drachen vorbeizufliegen. Jedenfalls wird die eigentliche Aufgabe nur auf zwei Seiten im Buch beschrieben, da Harry es am schnellsten zum Ei schafft, weil er aufgrund seiner Quidditch-Fähigkeiten natürlich ein sehr guter Flieger ist. Letzten Endes dient die Szene allerdings nur dem Zweck, einen weiteren gefährlicheren Ton für das Trimagische Turnier anzugeben. Und ich muss an dieser Stelle einmal sagen, dass ich solche sportlichen, kompetitiven Wettbewerbe einfach liebe und das auch massiv dazu beiträgt, dass Feuerkelch wirklich mein Lieblingsbuch ist. Ich glaube, es steckt einfach irgendwas in mir, was so rohe Gewalt, Moralvernachlässigung und Kampfeslust einfach unglaublich spannend findet. Letzten Endes finde ich diesen Moment auch ein bisschen kennzeichnend für das ganze Buch. Er hat es ja schließlich auch auf das Titel Blatt geschafft, weshalb er sich aus meiner Sicht auch auf jeden Fall Platz 6 verdient hat. Mit dem vierten Band implementiert J.K. Rowling in jedem weiteren Roman mit Ausnahme des fünften Teiles ein neues Element, nämlich einen Prolog, der die aktuelle Lage aus der Sicht einer anderen Partei als die von Harry schildert. Und wie ich finde, ist bei keinem anderen Buch der Reihe der Prolog so stark wie der im Feuerkelch. Und das aus dem Grund, dass wir die Zaubererwelt zum ersten und einzigen Mal aus der Sicht eines Muggels betrachten. Der Leser wird zum ersten Mal mit dem Stadtteil Little Hangleton konfrontiert, was ihn schon einmal aus seiner Hogwarts-Komfortzone herausholt. Ihm wird alles über einen mysteriösen Mordfall an der Riddle-Familie geschildert, allen voran dem schweren Verlust des Familienkopfes Tom Riddle. Dieses eröffnet sofort wieder ein Mysterium, da der Leser bereits glaubt zu wissen, dass es sich hierbei um Voldemort handelt, der zu diesem Zeitpunkt allerdings noch am Leben sein sollte. Noch mysteriöser erscheint die Tatsache, dass keiner der Familiengehörigen irgendwelche Verletzungen aufzuweisen scheint. Als nächstes macht der Leser mit dem alten Hausmeister der Riddles, Frank Bryce, Bekanntschaft, der in der Hütte neben dem verlassen geglaubten Haus der Riddles wohnt. Er wurde als Nummer 1 Tatverdächtiger im Prozess um den Mord der Riddles geglaubt, wurde allerdings aufgrund von Mangel an Beweisen freigelassen. Allerdings auch von der Gesellschaft größtenteils ausgeschlossen. Durch diese Tatsache wird der Leser bereits dazu gebracht, mit Frank zu sympathisieren
und alles spitzt sich an dem Abend zu, als Frank plötzlich Licht in dem Riddle-Haus brennen sieht. Während er die Treppe hochschleicht, überhört er zwei Menschen, die sich für den Leser schnell als Voldemort und Wurmschwanz entpuppen, über ihre Pläne reden, einen Mord an Harry Potter verüben zu wollen. Und die Szene erreicht seinen Klimax, als Frank allen Mut zusammennimmt und das Zimmer betritt, um Lord Voldemort einzuschüchtern. Ich finde, dass die Spannung hier großartig durch drei Komponente der Magie erzeugt wird, von denen Frank nichts weiß. Und gerade diese Ungewissheit ist das, was uns mit ihm leiden und mit ihm fühlen lässt. Zum einen verwendet Voldemort Parsel, um Nagini ihm berichten zu lassen, dass Frank an der Tür steht und gelauscht hat. Zum anderen erkennt Voldemort Franks Lüge, dass seine Frau potenziell die Polizei rufen könnte. Und die Katastrophe wird vollendet, als Voldemort zum Todesfluch greift, um Frank aus purer Mordslust umzubringen. Ich muss sagen, wenn man sich so genauer die Szene überlegt, dann wirkt das schon fast wie so ein kleines Theaterstück vom Spannungsbogen her. Erst die Exposition mit dem Parselmund, dann das Klimax mit der Lüge und dann die Katastrophe mit dem Todesfluch. Ich deute da wahrscheinlich viel zu viel rein, aber keine Ahnung, ich finde, der Spannungsbogen ist auf jeden Fall vorhanden. Ich finde es genial. Auf jeden Fall ein erstklassig geschriebener Prolog, der den Ton für den weiteren Handlungsverlauf des Romans angibt und der beim Leser auch genug Fragen aufwirft, um ihn weiterlesen zu lassen. Was bei Harry Potter aber eigentlich gegeben sein sollte, ne? Auf dem vierten Platz befindet sich wieder einmal eine Stelle, die es so nur im Roman gibt, nämlich das Rätsel der Sphinx im Labyrinth. Bereits im ersten Teil gibt es ein Zaubertrankrätsel auf dem Weg zum Stein der Weisen, welches auch im Film weggelassen wurde. Und ja, ich glaube, diese Rätsel, die sind auch viel mehr für das Medium Literatur als wirklich für die Filme gedacht. Ich blende euch das Rätsel an dieser Stelle einmal kurz ein und ihr könnt das Video gerne pausieren und gucken, ob ihr es lösen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die Antwort zu dem Rätsel lautet Spinne bzw. Spider im Englischen. Habt ihr es lösen können? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob es euch gelungen ist. Würde mich sehr interessieren. Mehr gibt es zu diesem kleinen Rätsel eigentlich auch kaum zu sagen. Ich finde solche kleinen Denkaufgaben immer sehr erfrischend. Vor allem die Sphinx als Wesen der griechischen Mythologie sagt mir persönlich sehr zu. Also machen wir gleich weiter mit der Top 3. Die Bronzemedaille geht an keinen geringeren Moment als an die Zäsur der Romanreihe und das Klimax des Buches, nämlich die Rückkehr von Lord Voldemort. Was ich besonders faszinierend finde, ist, wie plötzlich sich hier die Ereignisse abspielen. Obgleich der Leser schon durch frühere Ereignisse und Hinweise das Gefühl hat, dass etwas Ungutes in der Luft liegt. Von der scheinbaren Sicherheit des Trimagischen Turniers werden Harry und Cedric durch den Portschlüssel auf den Friedhof von Little Hangleton gebracht, noch im Glauben, dass dieser Teil zur Aufgabe gehöre. Ein Gedanke, der direkt durch die Ermordung Cedrics durch Pettigrew auf die schrecklichste Weise negiert wird. Was folgt, ist für den Protagonisten der blanke Horror, als sein Blut genommen wird, um Lord Voldemort auferstehen zu lassen. Aber statt Harry direkt zu vernichten, entschließt Voldemort sich dazu, stolz wie er ist, Harry mit sich duellieren zu lassen, um seinen Anhängern zu beweisen, dass er der überlegenere Zauberer ist. Allerdings gelingt es Harry gemeinsam mit seinem Mut sowie dem Priori Incantatem Phänomen, sowie einem Portschlüssel, der aus irgendeinem Grund zweimal funktioniert, Lord Voldemort zu entfliehen. Und das bietet uns natürlich eine spannende zweite Romanreihenhälfte. Mehr als alles andere liebe ich einen richtig guten Twist in meinem Roman. Und genau ein solcher erwartet uns am Ende von Harry Potter und der Feuerkelch mit der Auflösung, dass es sich bei Mad-Eye Moody um niemand geringeren als Barty Crouch Jr. gehandelt hat, der sich das ganze Jahr über mit dem Vielsafttrank in entsprechenden verwandelt hat. Barty Crouch Jr., den der Leser als tot glaubte, erzählt unter Einfluss des Veritaserum seine gesamte Hintergrundgeschichte. Wie er als treuer Diener Voldemorts nach Azkaban entsandt wurde, seine Mutter, als er verkleidet, ihn dort besucht hat und Rollen mit ihm getauscht hat, um ihm ein Leben unter dem Tarnumhang in Freiheit zu ermöglichen, wie er das dunkle Mal bei der Quidditch-WM an dem Himmel hat auftauchen lassen und wie er gemeinsam mit Voldemort den Plan ausgetüftelt hat, Harry durch das Turnier zu geleiten, um ihn in der letzten Aufgabe per Portschlüssel an Voldemort zu senden. Und die ganze Zeit über frage ich mich, warum? Warum denken die Todesser so verdammt kompliziert und machen den Portschlüssel nicht einfach aus einem Cornflakes oder so? Ich meine, bei diesem Plan hätte so viel schief laufen können. Harry hätte als Minderjähriger eine viel höhere Chance gehabt zu versagen oder gar zu sterben. Die Todesser haben einen 8-monatigen Vorrat Vielsafttrank gebraut und den echten Moody in einer Kiste eingesperrt gehalten, um ihn nachbrauen zu können.
Alleine, dass Barty ihn überhaupt spielen konnte. Ich meine, der Typ hatte seit 10 Jahren keine sozialen Kontakte mehr. Als ob der Typ so die nötigen Kompetenzen hat, um ein Jahr lang irgendeinen fremden Typen spielen zu können. Und Junge, du bist so oft mit Harry alleine, send ihn doch einfach da zu Voldemort. Ja, also wie ihr seht, das Buch ist nicht ohne seine Fehler, aber dann hätten wir keinen richtigen Plot gehabt und es wäre ziemlich kacke gewesen. Also drücke ich da einfach mal ein Auge zu. Noch besser als einen richtig guten Twist finde ich allerdings einen genialen Hinweis auf diesen. Und auch wenn die Genialität dieses Moments erst beim zweimaligen Durchlesen so richtig einsinkt, geht meiner Meinung nach der beste Moment dieses Romans an das underratedste Kapitel in irgendeinem Harry Potter Buch, nämlich an das Ei und das Auge. Kurz nachdem Harry im Bad der Vertrauensschüler das Rätsel um das goldene Ei gelöst hat, sieht Harry Barty Crouch auf der Karte des Rumtreibers und hält diesen für Barty Crouch Senior und nicht Junior. Er will diesem Mysterium auf die Schliche gehen, verfängt sich dabei allerdings in einer Trickstufe, während er unter seinem Tarnumhang verborgen ist. Das Ei rollt ihm aus der Hand und schreit, und die Karte des Rumtreibers fliegt ihm aus der Hand. Filch kommt angerast, der Peeves verdächtigt, wird jedoch von Snape aufgehalten, der bei Anblick von der Karte und dem Ei 1 und 1 zusammenzählt und Harry vermutet. Allerdings tritt der als Moody verkleidete Barty Crouch Junior hinzu und hilft Harry aus der Klemme. Als er sich selbst auf der Karte des Rumtreibers sieht, nimmt er das Pergament an sich, unter dem Vorwand, weitere Obskuritäten zu untersuchen. Ich habe schon einmal erwähnt, dass ich so Kapitel, in denen die Charaktere sich nachts irgendwie rumtreiben, besonders spannend finde. Das Ganze wird nochmal verstärkt hier, wo Harry wirklich alleine ist. Das ganze Szenario mit der Karte des Rumtreibers, die den wirklichen Bösewicht anzeigt, finde ich unglaublich clever gemacht. Und es verdient insgesamt meine Nummer 1 dieses Buches. Das war's also mit meinen Top 7 Momenten zu Harry Potter und der Feuerkelch, aka meinem Lieblingsbuch. Was sind denn eure Lieblingsmomente aus diesem Roman? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich wie immer sehr interessieren zu lesen, was ihr zu sagen habt. Ich finde solche Diskussionen wie diese besonders spannend, weil ich auf YouTube nicht so viele Leute sehe, die sich wirklich über die einzelnen Kapitel des Romans unterhalten, sondern mehr über den Roman als Ganzen. Deswegen finde ich, können wir hier auch wirklich sehr bereichernde Diskussionen miteinander führen. Abschließend natürlich auch wie immer das Angebot, wenn ihr das Video gut fandet, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne den Kanal, dann werdet ihr über alle weiteren Videos informiert. Ich bin auf jeden Fall gerade richtig im Flow, was die Rereads angeht. Ich bin zum Zeitpunkt des Drehs auch zur Hälfte mit dem Orden des Phönix fertig. Das nächste Video wird also bald kommen. Bin natürlich wie immer sehr gespannt, euch dann im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, euer Paulus von Saulus. Outtakes. Nämlich ein Prolog, der die Sicht in der aktuellen Welt aus der Sicht... Der die aktuelle Lage der Welt aus der Sicht eines anderen... Er wurde als Nummer 1 Tatverdächtiger im Prozess... Er wurde als Nummer 1 Tatverdächtiger im Prozess um den Mord der Riddles geglaubt, wurde allerdings aufgrund von Mangel an Beweisen freigelassen. Durch diese Tatsache wird der Leser bereits dazu gebracht, mit Frank zu sympathisieren. Und alles spitzt sich an dem Abend zu, als Frank plötzlich Licht in dem Riddle-Haus brennen sieht. Und alles spitzt sich zu, als Frank allen Mut zusammennimmt und das Zimmer betritt, um Lord Voldemort einzuschüchtern. Ich habe zweimal spitzt sich zu hintereinander verwendet und das klingt bescheuert. Die Bronzemedaille geht an keinen geringeren Die Bronzemedaille geht an keinen geringeren Moment als an das. Ja, jetzt war ich so überrascht, dass ich es richtig gesagt habe, dass ich jetzt ja, verkackt habe. Ich meine, bei diesem Plan hätte so viel schief laufen können. Harry hätte als Minderjähriger eine viel höhere Chance gehabt zu versagen oder gar zu sterben. Die Todesser haben einen 8-monatigen Vorrat Vielsafttrank gebraut, um den echten Moody ein... so schwierig, die da...